Willi, es geht weiter. Oh, ah, Moment. Bin schon da. Willi ist schon da. Also, was machen wir jetzt? Ja, also der Friedbert wollte, glaube ich, eine Infoveranstaltung für seinen Oma- und Opa-Service machen. Und dafür hatten wir ja die Einrichtung angelegt. Also, jetzt üben wir das Anlegen einer Veranstaltung. Wir gehen auf Veranstaltung. Das Interessante ist, die Maschine zeigt uns dann auch natürlich gleich, was es an aktuellen Veranstaltungen gibt. Aber wir gehen auf die rechte Seite wieder. Dort gibt es Veranstaltung neu anlegen. Genau. Ja. Tja, was ist denn das für eine Veranstaltung? Gibt es unterschiedliche Arten. Also es gibt unterschiedliche Veranstaltungen. Es gibt natürlich irgendwie so eine Messe, es gibt einen Flohmarkt, es gibt ein Senior-Trainer-Treffen. In dem Fall ist es einfach eine Werbeveranstaltung. Wir lassen das auf der Voreinstellung Veranstaltung weiter. Wann findet die Veranstaltung statt? Das ist jetzt interessant. Die findet natürlich statt am 18. Juni. Steht drin, aber nicht 20 Uhr. Nein. Die fängt natürlich Opa-Oma-kompatibel um 18 Uhr an. Um 18 Uhr, ja. Gut. Weiter ja. Geht's. Jetzt brauchen wir einen Veranstaltungsort, den haben wir vorher angelegt. Wir könnten jetzt natürlich eine Riesenliste einblenden, aber wir sagen einfach Feuerwerk. Und wir sind faul, man könnte auch nur Feier sagen. Dann suchen wir mal. Und tatsächlich, es wird gefunden, wir setzen den Button und sagen weiter. Ja, jetzt kommen wir so weit, dass wir auch ein paar Details nennen sollten. Also, es gibt eine Veranstaltung am 18. Juni, 18 Uhr. Und wir können jetzt noch eine Beschreibung eingeben. Das ist jetzt ganz einfach. Rolf, die tippe schon. Stimme ich nicht. Ja, nee, ich störe auch gar nicht. So, Werbeveranstaltung, Opa-Oma-Service vom Friedbad und so weiter und so weiter und so weiter. Und als Einrichtung ist schon unten das Feuerwerk eingeblendet. Jetzt schauen wir mal, was passiert, wenn man auf Event veröffentlichen geht. Blups. Ja, und siehe da, die Veranstaltung ist aktiv. Es ist eine Infoveranstaltung, Oma-Opa-Service im Feuerwerk. Es wird auch die Telefonnummer vom Feuerwerk angegeben. Genau. Ja, am 18. Juni um 18 Uhr. Aber hier fehlen noch die Tags. Die Tags, ja. Die Schlagworte. Ja, die sollten wir natürlich einsetzen. Was ist das Schlagwort bei Friedbert Basler? Opa-Oma-Service. Und das Speichern nicht vergessen. Nö. Und jetzt gibt es noch was ganz Raffiniertes anderes. Man kann natürlich eine Veranstaltung auch mit einem Projekt verknüpfen. Man muss aber nicht. Ja, das findet man dort bei den Zahnradeln. Genau. Ja, weil beim Projekten tut sich was. Wir klicken auf das Zahnrad und jetzt können wir sagen, suche nach einem Projekt. Wie heißt denn das Projekt eigentlich? Friedbergs Oma und Opa Service. Geben wir einfach mal Opa ein. Wir sind faul und wissen das nicht so genau. Ja, und dann gibt es einen Friedberg Opa Oma. Man sieht, man kann bei diesen Suchen sehr faul sein. Sehr viel Tipparbeit sparen. Ja, ändern. Ja, und jetzt schauen wir, was da noch alles gibt. Und siehe da, das ist mit einem Projekt verknüpft, Opa-Oma-Service. Wofür macht man die Verknüpfung? Ganz einfach, damit die Maschine bei bestimmten Sachen immer ein bisschen Hintergrundinformationen liefern kann. Was sind diese anderen komischen Icons da oben? Erklär mir die doch mal. Oh, weil da können wir den Eventstatus ändern, das Datum ändern. Wir können noch Beteiligte hinzufügen. Wir können den Ort wieder ändern, Telefon und Webseite ändern, die Beschreibung ändern. Also eigentlich wie bei den Profilen. Im Zweifelsfall, wenn man es nicht so genau weiß, geht man mit der Maus ein bisschen drüber und lässt sich die Hilfetexte anzeigen. Aber ich habe eigentlich die anderen Icons gemeint, die hier da. Ach, die meinst du? F-Share, iCal, XML. Oh. Ja, man kann natürlich Veranstaltungen an Facebook weitermelden. Dazu würde man den Facebook-Share-Button verwenden. Man kann auch die Veranstaltung sich in den Kalender eintragen. Das können auch die Gäste.
Ja, mhm. In den Kalender eintragen lassen und die XML-Schnittstelle ist, wenn man die Veranstaltung noch an die Stadt München weitergeben möchte. Das ist aber schon für sehr fortgeschrittene Benutzer. Das ist für die gehobt, das kriegen wir in einem anderen Video. Ja, dann aber er halt erst schauen wir doch mal, ob die Veranstaltung jetzt auch hier in unserem Veranstaltungskalender auftaucht. Dann gehen wir auf Veranstaltung. Und siehe da, da ist sie ja. Im Feuerwerk am 18. Juni. Und wie komme ich an die Details? Einfach draufklicken. Ja, wunderbar. Das ist doch eigentlich alles ganz einfach, oder? Genau. Ja, was machen wir als nächstes? Wir legen ein Netzwerk an. Ein Netzwerk. Oh, denn jetzt kommen viele Opa-Oma-Leute, die alle einen Opa-Oma-Service machen wollen. Und dann brauchen wir ein Netzwerk. Tschüss.